Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 10. Februar. Die Themen heute sind Apple, Facebook, Android Wear, Sonos, Audible, Tesla und nochmal Apple. Fangen wir also mit Apple an, genauso wie wir hinterher mit Apple enden werden. Denn der Jan wird sich wahrscheinlich freuen, denn der erste Apple Store in Österreich ist nun bestätigt. Und er wird auch bei Jan vor der Tür gebaut oder eingerichtet. Und zwar in Wien, in der Kärntner Straße. Ja, die Immobilie soll für 35 Millionen umgebaut werden. Und die Eröffnung ist für den Sommer 2017 geplant. Ich denke, wenn das stattfindet, wird der Jan auch vor Ort sein und bestimmt noch was dazu erzählen. Facebook, die haben jetzt ihre iOS-App erweitert und zwar mit dem aktuellen Wetterbericht. Und nicht nur dem aktuellen, sondern auch den für die kommenden 5 Tage. Sprich, man muss jetzt nicht mehr eine eigene Wetter-App auf seinem iOS-Device haben, man kann alles direkt in Facebook abfragen, aktuelle Temperatur und die unterschiedlichen Wetterlagen. 95% aller Nutzer haben laut Facebook bereits das Update bekommen und es wird ihnen angezeigt. Die letzten 5% werden wohl auch bald dann folgen, denke ich. Android Wear 2.0. Ja, Smartwatches, immer ein Thema für sich. Ich bin jetzt kein großer Fan davon. Ja, neben der Apple Watch gibt es natürlich auch diverse Android Watches. Und nun ist endlich Android Wear 2 offiziell vorgestellt worden und veröffentlicht. Und ob das nun einen Riesenunterschied macht oder nicht, muss man halt sehen im Markt. Ein paar Hersteller haben sich ja letztens auch noch erst zurückgezogen und haben gesagt, sie machen keine Android Wear Watches mehr. Ja, die jetzt noch welche machen, die können zumindest mit dem aktuellen Update dann direkt auch ausliefern. Da sind immer noch genug dabei. Auch ältere Uhren sind halt kompatibel dazu und können geupdatet werden. Firmen wie Moto, Fossil, Casio, ja, Nixon, Polar, also diverse Firmen sind dabei. In unseren Shownotes ist auch ein Bericht dazu, da habt ihr auch eine ganze Liste und könnt gucken, ob vielleicht eventuell eine Android Wear Uhr dabei ist, die ihr besitzt und ob die dann abgedatet werden kann demnächst. Ein anderes Update steht halt auch im Sommer an und zwar für Sonos und zwar ein Update für die Integration von Audible. Audible, das ist der Dienst von Amazon, wo man sich Hörbücher anhören kann und die waren auch schon mal in Sonos drin. Das wurde aber dann entfernt. Viele Leute und Nutzer waren halt auch traurig darüber. Und nun kommt das zurück. Eventuell liegt das auch damit zusammen, dass Sonos auch gerade daran arbeitet, die Alexa in die Sonos zu integrieren. Und dass man sich deswegen mit Amazon jetzt auch wieder irgendwie besser trifft und netter zueinander ist und entsprechend halt auch die Dienste verknüpft. Ganz andere Sache ist Tesla. Tesla hat nun ein Update für ihre Autos und die Navigation, die Karten vorgestellt. Und zwar, man kann nun in seiner Karte, in seinem Tesla sehen, wo der nächste Supercharger ist. Das konnte man schon immer sehen. Und wie viele Plätze da noch frei sind. Es gab ja diverse Beschwerden, dass viele Tesla-Besitzer einfach ihr Auto auch parken an den Superchargern, wo sie eigentlich nur aufladen sollen. Und das wurde ja von Tesla insofern adressiert, dass man so eine Art Strafgebühr bezahlen musste. Aber jetzt der nächste Schritt, man kann nun sehen, ist überhaupt Platz da, damit man nicht umsonst dahin fährt. Und ganz ehrlich, wenn ihr mich fragt, ich bin überrascht, dass diese Funktion nicht schon existierte und dass das echt ein neues Update ist, denn das ist für mich eine total sinnige Funktion. Warum soll ich denn jetzt von hier irgendwie x Kilometer weit fahren, um mein Auto an einem Supercharger aufzuladen, um dann zu sehen, dass die Dinge alle voll sind und eigentlich sind die Daten ja da. Wenn die Autos angestöpselt sind, dann weiß Tesla das ja. Also von daher, ich dachte, das wäre schon längst drin, ist es aber nicht. Aber jetzt für alle die einen Tesla haben, die haben die Möglichkeit, danach zu gucken, wie die Supercharger belegt sind. Und ich habe ja gesagt, ich beginne mit Apple und ich höre auch mit Apple auf. In dem Fall ist die letzte News für heute, dass Apple seinen Aktionären 3,1 Milliarden US-Dollar an Dividende auszahlt. Wer zum 9. Februar Aktien von Apple gehalten hat, der bekommt dann diesen Monat nun die Dividende und das sind pro Aktie 0,57 US-Dollar. Ja, also wer es hat,
der freut sich über das Geld. Ansonsten, ja, hat Apple das Geld aus Krediten finanziert, um Geld zu sparen. Das ist ein sehr komplexer Mechanismus, denn eigentlich hat Apple ja genug Geld. Und wenn ihr im Detail einsteigen wollt, empfehle ich euch auch erneut einen Blick in die Shownotes. Da haben wir einen Link und da wird euch das alles erklärt, was das für auch steuerrechtliche Vorteile hat, dass Apple das über einen Kredit finanziert und so das Geld an die Aktionäre ausschüttet. Und damit beende ich auch die Woche beim Geek Talk Daily für mich. Ich hoffe, ihr habt mir gerne zugehört. Nächste Woche ist der, weiß ich jetzt gar nicht, der Martin oder Jan dran. Habe ich nicht aufgepasst. Also einer von beiden wird euch auf jeden Fall mit den Neuigkeiten bedienen und wir hören uns dann in 3 Wochen wieder. Von daher, schönen Freitag noch, schönen Arbeitstag und dann ein schönes Wochenende. Bis bald. Hört mehr Geek Talk.